Buonasera, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Ja, ich sag buonasera, obwohl draußen hell ist. Aber wir haben jetzt gerade 20 Uhr, zeigt der Zeiger. Ja, sieht sexy aus, ne? Boah, Alter, Sommerlook. Ja, was tut sich auf Schalke? Vieles, vieles. Jetzt paar News, was ich euch ein bisschen sagen möchte. Ja, erstmal Florian Flick, Gerüchte, Gerüchteküche wieder. Wieder diese scheiß Gerüchteküche. Ja, da liest du heute wieder Florian Flick. Nürnberg möchte gerne den Flick behalten, gerne verpflichten. Und da sind noch zwei Zweitligisten, die ihn haben wollen. Der 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel und ein Drittligist aus England, Bolton Wanderers. Und dann liest du wieder, oh, wenn sie Florian Flick haben möchten, egal wer, müsste eine siebenstellige Summe zahlen. Ja, was passiert? Jetzt die Frage. Was passiert, wenn einer jetzt eine siebenstellige Summe bezahlt? Lässt Schalke Florian Flick gehen? Obwohl man den nur ausgeliehen hat und um den dann wieder Spielpraxis zu geben und ihn wieder zurückzuholen, um ihn in einer festen Größe war, weil ich finde Florian Flick gar nicht mal schlecht, mit 21 Jahren aufbaufähig noch, ne, aufbaufähig. Was nun? So, Schalke will ja einen defensiven Mittelfeldspieler noch verpflichten, steht aber noch in den Sternen. Ob das wirklich Ron Schallenberg von SC Paderborn ist. Was macht dann Flick, Berater und so alles, wenn die noch einen holen? Ey, sollen wir dann flüchten? In Nürnberg habe ich mich wohlgefühlt, Stammspieler. Oder will ich mich durchsetzen bei Schalke? Meine Meinung, Florian Flick, halten. Halten, halten. Und nicht immer die jungen Spieler immer verschenken. Und einfach abgeben, wo die dann bei den anderen Mannschaften auf einmal auftrumpfen und wir dann uns wieder in den... So, in der Hand beißen oder im Finger beißen. Deswegen, tut mir leid, Nürnberg, Kaiserslautern und Holstein Kiel, ihr werdet Florian Flick nicht kriegen, denn ich möchte den hier behalten und seine Zukunft ist auf Schalke. Meine Meinung, schreibt ihr in die Kommentare, was ihr zu sagt. Siebenstellige Summe abgeben, dafür andere Spieler holen. Oder lieber Florian Flick bei uns halten. Ja, und Salazar, Rodrigo, warum spielst du nicht so bei Schalke? Warum? Rodrigo Salazar debütiert für Uruguay mit zwei schönen Tore. Ein aus 16 Metern mit Spann schön so in eine lange Ecke gedreht. Mit Spannausriss. Den zweiten hat er schön mit der Seite da gemacht. Jetzt mal erklär mir, Rodrigo, warum spielst du bei uns nicht so? Die letzten Spiele, wo wir deine Tore gebraucht haben. So, jetzt heißt das aber wieder. Das wird jetzt lustig, weil hat sein Debüt gegeben, zwei Tore, hat noch ein Spiel vor sich. Was passiert? Bumm, international, zwei Tore macht. Jetzt kommen Vereine. Boah, der ist so gar nicht so schlecht. Ey, dann schauen die nicht mehr, wie hat er in der Bundesliga gespielt. Nein, dann schauen diese, ey, der hat in der Nationalmannschaft getroffen. Ein guter, sehr guter Spieler. So, und dann bin ich jetzt gespannt, was da passiert mit Salazar, weil ich schon gesagt habe, ich bin mir zu 100% sicher, dass er bleiben wird, weil AC Turin, da ist nichts dran. FC Villarreal, was wollen sie mit dem? Und Palmeiras da in Brasilien, weil will er in Brasilien da spielt. Aber jetzt durch seine zwei Tore bin ich gespannt, welche Mannschaften jetzt wirklich anklopfen, die den dann auf einmal wirklich haben und dann das Geld haben. Was macht dann Schalke? Da bin ich wirklich gespannt und da hoffe ich wirklich auf Darko Chulinov, auf seinen besten Kollegen. Ja, Darko Chulinov, er hatte ja eine Lebensmittelvergiftung, die jetzt rauskam durch eine Zahnentzündung kam. Irgendwie so eine Vergiftung, unglaublich. Erstmal soll er gesund werden, der Darko. Aber sein Berater hat sich gemeldet. Sein Berater sagte, alles Schwachsinn, was da in den Medien geschrieben wird, dass Darko nicht nach Schalke kommt, wegen das Finanzielle. Nein,
Stimmt absolut nicht. Die haben gesagt, wer den Darko kennt, der weiß, dass er zu Schalke gehört und dort spielen möchte. Er will zu Schalke und er möchte spielen. Er hat so oft schon betont, Schalke ist hier sein Herz. Und dann ist noch Rodrigo, Salazar, sein bester Freund da. Klar, dass ich jetzt, das ist unser Ass im Ärmel. Chulinov verpflichten, so sagt Chulinov, ey Salazar, ich komme. Du bleibst jetzt, wenn ich komme. Ihr kennt das doch selber. Manchmal geht man zu einem anderen Verein durch Kollegen. Ja, ich weiß, er muss an seine Zukunft denken, aber ey, ihm tut das auch nicht jetzt weh. Noch ein Jahr in der zweiten Liga und dann soll er performen und in der zweiten Liga hochschießen. Deswegen würde ich mal den Ass rausholen, da kurz Schulden holen und so bleibt Salazar dann bei uns halten, weil durch die zwei Tore in international für Uruguay. Dann werden die, glaube ich, paar anklopfen. Ich hoffe nicht, meine Meinung versuchen, ihn zu halten. Schreibt ihr, was würdet ihr machen? Verkaufen, wenn ein Angebot kommt? Oder sagen, nein, wir müssen den halten, Chulinov Ass rausholen, Chulinov direkt verpflichten, damit der Salazar bleibt. Ja, und Thomas Obiang, ein Umdenken. Ein Umdenken bei Thomas Obiang, er wird bleiben. Er bleibt. Schreiben die Medien. Aber ich sage noch immer, ich sage tausendmal, ich habe nicht einmal gehört, dass der Thomas gesagt hat, er möchte weg. Nicht einmal. Medien halt. Ja, aber bei Obiang ist ja, er hat Vertrag bis 2024. Was willst du machen? Wenn er ein Angebot kriegt, wollt ihr den verkaufen? Nein. Wir haben nur einen linken Verteidiger mit Thomas. Jetzt noch einen linken Verteidiger als Backup holen und das wäre dann optimal, ne? Aber ihr seht, Florian Pfleg begehrt, bitte hier halten. Salazar durch seine zwei Tore wird bestimmt begehrt dann hier halten. Darko Chulinov will zu uns, holt den Ass im Ärmel, so bleibt Salazar und Thomas umdenken angeblich, er bleibt, ja. Auf Schalke ist immer was los und das wird immer interessant bleiben, Schalke. Schalke ist so ein geiler Verein, der immer interessant bleibt. Und Sonntag ist ja Pokalauslosung. Wen wünscht ihr euch in der ersten Runde des Pokals? Schreibt in die Kommentare, mein Wunschgegner wäre Rot-Weiß Essen gegen Schalke 04. Mein Wunsch, erste Pokalrunde, das würde so knistern und so scheppern. Schreibt in die Kommentare, wen wünscht ihr euch in der ersten Runde des DFB-Pokals? So, das waren die News von Gelsenkirchen zu euch rüber. Ich grüße euch. Ciao, ciao, arrivederci, Glück auf.